Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Black Adam. In diesem Film geht es um Tess Adam, der mit seinen Leuten versklavt wurde von einem König, um Mineralien oder bestimmtes Metall abzubauen. Und er findet auch sogar einen Teil davon. Gibt es dann den zuständigen Leuten und sein Sohn sagt ja, er sollte jetzt mal dafür auch entlohnt werden. Schließlich hat er ja das gefunden, was gesucht wird. Die Leute sind aber nicht gerade sehr nett und stürzen ihn vor den Augen seines Sohnes einen Berg runter. Der Sohn natürlich völlig aufgebracht, dies, das und so. Aber er ist nicht wirklich tot. Denn er wird von ein paar Zauberern auserwählt, als Champion gegen diesen König anzutreten. Was er dann auch tut. Das Ganze spielt 5000 Jahre vor unserer Zeit. Und der Kampf wird auch gezeigt. Und ja, 5000 Jahre später wird durch einen Zufall Tess Adam als Black Adam wieder auferweckt und ja, muss sich natürlich erstmal in unserer Welt zurechtfinden. Ist aber, sage ich jetzt mal, kein Kind von Zimperlichkeiten, denn er wird angegriffen und ja, man kann sagen, er schlägt mit doppelter, dreifacher, zehnfacher Gewalt auch wieder zurück. Was ich sagen muss, der Film ist relativ brutal. Da sieht man schon mal so einen abgetrennten Arm und sowas da mal in dem Film. Finde ich schon nicht schlecht. Beziehungsweise finde ich teilweise ein bisschen krass. Ja, auf jeden Fall findet er dort ein paar Leute, die ihm helfen wollen, wieder so ein bisschen sich zu orientieren, zu sagen, was macht lieber das so und macht lieber nicht so und alles und ja. Aber ein paar andere Leute haben ein paar andere Pläne und schicken ihm die Justice Society hinterher. Die Justice Society besteht aus Atom Smasher, gespielt von Noah Centineo. Der sollte eigentlich mal He-Man spielen in der Realverfilmung. Daraus scheint wohl aber bisher nichts geworden zu sein. Dann Quintessa Swindle spielt Cyclone. Auch eine sehr gute, talentierte Schauspieler, muss ich sagen. Und als absoluter Star Pierce Brosnan als Dr. Fate. Diese drei sind dann dafür zuständig, unseren Black Adam unter Kontrolle zu bringen, sagen wir es mal so, was aber nicht so einfach ist. Ja, zu diesem Film muss man sagen, dass dieser Film noch zur alten Garde von Warner zählt, da ja jetzt bei Warner und Discovery ja fusioniert sind und dadurch jetzt auch ein neues Kreativteam und alles am Start sind. Der Film gehört hauptsächlich noch zu den neueren, zu den älteren Filmen. Aber es gab Nachdrehs für das Ende. Und ja, ich muss sagen, zu dem Film, da bin ich echt hin und her gerissen. Die CGI ist echt nicht gut, für das der Film angeblich 10 Jahre in Entwicklung war. Puh, hätte ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Die Story, oh ja, gut, kann man machen, aber ja, ist jetzt auch nichts Besonderes und so. Und ich kenne die Figur Black Adam jetzt nicht hundertprozentig, aber mir kam es so vor, ich schaue einen The Rock-Film und ich schaue keinen Black Adam-Film. Ich weiß nicht, ob die Charaktere so gleich sind, wie die da dargestellt wurden. Das weiß ich nicht, aber für mich sah es mehr nach einem The Rock-Film aus. Obwohl er teilweise schon ein bisschen brutal ist, mit so abgetrennten Armen da teilweise. Ja, aber ist der Film unterhaltsam? Muss man sich ja auch mal die Frage stellen. Ja, unterhaltsam ist er schon.
Man sollte nur nicht die Story zu sehr hinterfragen und man sollte den Film einfach so für sich sehen und den damit einfach genießen. Weil wenn man da zu viel hinterfragt und zu viel überlegt, dann findet man dann doch schon so die eine oder andere Sache, wo man sagt, ja, okay, kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Aber ja, da hilft auch alles nichts. Die CGI ist nicht gut. Die war echt nicht gut. Also, das sah teilweise so künstlich aus. Okay, die Animation von The Rock, die sah ja noch okay aus. Aber wenn ich zum Beispiel Cyclone sehe da mit ihrem Wirbelsturm da, wie die da teilweise aussieht, so künstlich. Boah, war echt nicht der Bringer. Aber sonst muss man sagen, ja. Es ist nichts Besonderes, der Film, muss man ganz ehrlich sagen. Und für das er so lange in Entwicklung war, hätte man echt mehr rausholen, ja, müssen. Eigentlich müssen. Deswegen, also, ja, kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Hoffen wir jetzt mal, dass DC mit dem neuen Team an Bord auf jeden Fall jetzt demnächst bessere Filme abliefern wird. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, noch so das Mittelding zwischen alt und neu. Das muss man jetzt erstmal so stehen lassen. Aber man sollte den Film jetzt nicht für zukünftige Projekte als Bewertung heranziehen. Man sollte ihn jetzt erstmal als, ja, sagen wir mal, eine Art zwischen Abschluss und Neustart sehen, weil gerade jetzt dieser Wechsel ist. Da sollte man jetzt erstmal ein bisschen Gnade walten lassen. So, das dazu, welchen Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung. Und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also der Film, da bin ich echt hin und her gerissen. Der Film macht es mir echt schwer, weil irgendwie möchte ich dem Film ein paar Vorschusslorbeeren geben für die Zukunft, weil ich ja weiß, dass ein neues Team da jetzt demnächst die neuen Filme macht. Bei andererseits war der Film gerade, was CGI angeht, echt nicht gut. Die Story war so, ja, so lala. Es war für mich mehr ein typischer Rockfilm als irgendwie, weiß ich nicht, ob The Rock und Black Adam so ähnlich sind eigentlich. Weiß ich nicht, also. Aber der Film hat doch schon mit seinen ganzen Schwächen trotzdem noch unterhalten können, was ja natürlich dann auch nochmal ein Pluspunkt ist. Somit gebe ich den Film zwischen 3 und 4 Totenköpfen. Einfach weil ich hoffe, dass die nächsten Filme besser werden, interessanter werden und weil die Schauspieler trotzdem alles gegeben haben, das muss man denen sagen. Das muss man denen lassen. Die haben wirklich alles gegeben, was sie konnten mit diesem Drehbuch und mit der CGI, die da halt war. Gerade Pierce Brosnan, dem brauchst du nichts mehr zu erzählen. Den sagst du, mach das und das und der setzt das doppelt und dreifach besser um. Von daher alles gut soweit. Aber trotzdem, da hätte mehr kommen müssen. Da hätte ein besseres Drehbuch da sein müssen, gerade bei so einer langen Vorlaufzeit, der hätte die CGI besser sein müssen. Also somit gebe ich inzwischen 3 und 4 Totenköpfen. Und das ist dann auch gut so. Ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.